Hallo und herzlich willkommen bei einem meiner Lieblingsparts von Beyond Two Souls. Abendessen, also Jodie hat ein Date und wir müssen Abendessen kochen und uns schick machen. Ja. Jody, hey, hier ist Ryan. Ryan. Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also. Klar, aber. Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Oh, also ich muss ehrlich sagen, das würde mir definitiv nicht reichen, eine Stunde zum Aufräumen, dann noch hübsch machen und noch Essen kochen. Also mal ganz ehrlich. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Ist das nicht das Bücherregal? Doch. Okay, toll. 2 und 2, 3. Einfach unter den Schrank, auch nicht schlecht. Tja, wie es aussieht, spielt sie auch PlayStation. Genau, den Abfall in die Küche. Gut. Gucken wir erstmal, was wir Ich kochen muss etwas können. finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das Das muss klingt auch etwas gut. länger in den Ofen, aber klingt machbar. Oh, da kriege ich auch gerade irgendwie so ein bisschen Hunger. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Ich bin aber eher für Ja, Hühnchencurry. Hühnchencurry. Was Leckeres zum Wohlfühlen. Ja, das wird ihm gefallen. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Aber es hat man ja auch nicht normalerweise nicht wirklich alle Zutaten dafür da. Meistens nicht. Also das ganze Gemüse an sich schon, aber jetzt nicht Spezielles und Hühnchen hat man ja auch nicht jeden Tag zu Hause. Ich zumindest nicht. Ja, sag mal, der spinnt wohl.
Er wollte es ihr zwar nur geben, aber das ist ja wie eine Art Bedrohung. So würde ich es jedenfalls empfinden. Danke, Aiden. Ging aber schnell. Sie hat kaum die Zwiebel geschält, schon geht's mit dem Heulen los. Übrigens, was mir zum Beispiel auch hilft, was allgemein, denke ich mal, auch hilft, ist einfach die Luft anhalten, also was heißt Luft anhalten, aber durch den Mund atmen, während man die Zwiebel schneidet, dann drehen die Augen nicht so weit, schlimm. So gut. Also bei mir hilft es auf jeden Fall. Kann sein, dass es nicht bei jedem hilft, aber bei mir schon. Tiefe Auflaufform. Ansonsten treten mir auch die Augen wie verrückt. Das macht mich sonst wahnsinnig. Wie sie extra zum Stuhl hinguckt, weil man ja blöd ist und es nicht selber auf die Idee kommt, auf den Stuhl zu steigen. Auch nicht schlecht. Einfach alles rein und alles drauf. Aber da muss doch eigentlich noch irgendeine Soße, oder nicht? Noch mit dran. Was hat's denn da jetzt eigentlich? Curry oder was ist das? Okay, reicht erstmal. Was auch immer das gewesen ist. Ach, Ingwer war das wohl. Pfeffer. Ich habe das schon mal versucht. Ich habe Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer ohne Ende reingemacht. Weil ich wissen wollte, wie er reagiert. Und hat er dann oh, 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 und so gemacht. Da habe ich auch gelacht. Also das kann man wirklich hier alles ausprobieren. Man kann das sozusagen versalzen oder zu stark würzen. Gilt ja als Aphrodisiakum. Na, dann nimm's. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Schaden kann es doch nicht. Warum nicht? Rein damit. Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Na siehste. So. Nein! Ich wollte es doch nicht nochmal. Nein! Mensch, ich habe doch schon reingemacht. Ich wollte doch Stopp. So, und jetzt ab in den Ofen. Dann mal ab in den Ofen. Denn solange wir uns jetzt fertig machen, kann das brutzeln. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Huch, jetzt wäre ich beinahe vorbeigelaufen. Nee, zurück, zurück. Aiden war das. Deswegen, wenn man weißt nämlich... du verschwendest ja deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Wenn man nämlich rausgeht, dann sperrt nämlich Aiden einen aus. Und das muss jetzt nicht sein. Der versucht aber auch alles, um das Date zu sabotieren. Richtig eifersüchtig. Also eine schöne Wohnung ist es ja. Kann man nicht sagen. Na, Duschenfeuer muss ja schon sein. Muss nicht unbedingt, aber ich finde, wäre schon angebracht. Aber vor allem mit dem Zopf. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Kein Duschbad, kein Shampoo. Okay. Reicht.
muss jetzt fix gehen hier. Ja, da trocknet dir mal dein Adoniskörper ab. Ja, jetzt darf man aber natürlich nicht mehr sehen. Das war klar. Sehen wir nur die Füße, solange sie noch keine Unterwäsche anhat. Das wäre auch zu schön gewesen. Vor allem für die männlichen Zuschauer. Ach Gott. Gott, Aiden. Gibt's doch nicht, du echt. Du verstehst das nicht. Okay, wollen wir uns mal was anziehen? Schicker Hintern. Was ziehe ich an? Vor allem sexy. Ich zeig das euch mal kurz. Also ich weiß nicht, was daran sexy sein soll. Oh, hi Ryan. Guckt euch doch mal das an. Diese Bluse und dann bis oben hin zugeknöpft. Also das geht ja mal gar nicht. Und ich weiß echt nicht, was... Wirklich nicht, was da dran sexy ist. Ganz ehrlich nicht. Das ist doch was Schönes. Das hatte sie auch bei der arabischen Botschaft an. Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Klassisch. Das jetzt mein neues Ich und es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Das sieht so toll aus, finde ich. Oh. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Was ich nur schade finde, dass wir sie nicht mal schminken können irgendwie. Nein, ich wollte mich jetzt nicht hinlegen. Ich wollte die Hose wegtun. Ganz cool, Jody. Ach, das ist super. Jetzt legt sie erstmal. Komm runter, kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Okay, da. Ja, das finde ich auch so ein bisschen. Also, es würde mir jetzt nicht so gefallen, dass das Bad gleich hier dran ist im Schlafzimmer. Oh. Also, wenn wenigstens eine Tür dazwischen wäre, eine Wand, aber das ist hier alles so offen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd. Aber die Couch und das alles hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Musik könnten wir ja mal drauf machen. Das ist doch eine Idee. Nehmen wir natürlich romantisch. Okay, ist jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, aber naja. Nur zwei Teller, zwei Gabeln, zwei Messer. Okay. Also für Besuch ist jetzt nicht gerade gewappnet. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch mal mehr Besuch hat. Man lädt ja auch mal Freunde ein oder so. Hm. Oh. Aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Ja, nochmal. Ah, das ist schon nervig, wenn man dann so einen Geist hat, der dann alles ruiniert. Wow, das ist dann natürlich nicht so gut. Ist sehr romantisch. Okay. Schauen wir mal nach dem Essen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Haben wir eigentlich alles gemacht? Halt. Ein Abwasch noch. Der Schwamm sieht auch so richtig, noch so richtig hart und trocken aus.
Aber ich kann jetzt hier nichts weiter machen, wie es aussieht. Was auch immer das ist. Ich habe erst gedacht, es ist Wasser, aber dafür reagiert sie irgendwie so komisch. Ja. Also nehme ich mal an, es ist eher Wodka oder irgend sowas. Weil so reagiert man ja nicht bei Wasser. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ist das 7:30 erst? Och nee, ne? Ich muss aber langsam mal kommen. Halt! Da ist noch irgendwas jetzt auf dem Fußboden gewesen. Ach so, die Lampe. Okay. Ich dachte noch was zum Wegräumen. Och, nee. Also Boxen, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mein Ding. Er wird doch wohl bald mal kommen. Ich guck noch gerade, ob ich jetzt noch hier irgendwas machen kann. Aber ich glaube, ich habe schon alles gemacht. Ich kann übrigens auch gar nicht auf Eiden wechseln gerade. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Aber es sieht schon irgendwie sehr teuer aus, das Apartment. Ist bestimmt nicht billig. Hier ist bestimmt die Toilette. Ja. Wo läuft sie denn lang? Ah, da ist er doch. Ja, das ist der Typ von eben gerade, von dem, also vom vorigen Part. Es wird doch nicht schon wieder die Platte festhängen. Oh, Leute, ich raste noch aus. Das hatte ich ja letztes Mal schon bei The Walking Dead. Jetzt geht das schon wieder los. Ich werde wahnsinnig. Ja, es nützt alles nichts. Ich muss jetzt hier einen Cut setzen. Naja, gut, die Zeit ist ja auch erreicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass meine PlayStation nicht bald hier den Arsch hochmacht. Dass sie noch ein bisschen aushält. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich neu geladen habe. Bis dahin, tschüss!